Militärexperte Markus Koipp hat auf der Social-Media-Plattform X die Hintergründe und Verluste des russischen Militärs aufgezeigt. Gleichzeitig widerlegte er die weit verbreitete Auffassung, dass die russischen Kriegsressourcen unerschöpflich seien. Er erklärte, dass die ukrainische Stadt Avdiivka durch ein massives Luftbombardement erobert wurde und hob strategische Probleme der ukrainischen Armee hervor, die es der russischen Armee erlaubt hätten, nahezu ungehindert im Luftraum zu agieren. Kolb weist allerdings darauf hin, dass, obwohl Russland den Eindruck erwecke, es könne ständig nachproduzieren, dies nicht korrekt sei. Laut Kolb sind die russischen Reserven groß, aber nicht unbegrenzt. Die Verlustquoten an der Front übersteigen demnach für jedes System die Produktionsraten. Als weiteren entscheidenden Punkt beleuchtet Kolb die Notwendigkeit von Waffenlieferungen an die Ukraine, um Russland zu stoppen. Er hebt hervor, dass die nachrückenden Panzer keine Neuproduktionen seien, sondern lediglich reparierte Fahrzeuge.